Herzlich willkommen zu den Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Auch heute wieder mit schönen Empfehlungen für Sie. Ja, es ist ein ganz eigenes Flair, das Auktionen umgibt. Es geht um die Jagd nach Schnäppchen und man muss sich gleichzeitig gegen Mitbieter durchsetzen. Selbst in Pandemiezeiten, in denen Versteigerungen mit Publikum vor Ort nicht möglich sind, kann man trotz allem dieses Auktionskribbeln wieder spüren. Ab dem 6. Mai ist es auch in Kempten wieder soweit. In der Frühjahrsauktion des Allgäuer Auktionshaus Kühling kommen wieder Raritäten, Sammlerstücke und Kostbarkeiten unter den Hammer. Hier ein kleiner Einblick in die Dinge, die Sie dort erwarten. Es ist wieder soweit. Trotz Pandemie startet am 6. Mai im Allgäuer Auktionshaus Kühling wieder die Frühjahrsauktion. Je nach Infektionsgeschehen kann man zuvor die Stücke im Auktionshaus besichtigen oder auf der Homepage mehr darüber in Erfahrung bringen. Und sollte das nicht reichen, telefonisch oder per Mail lassen sich viele Fragen klären und auch auf die guten Stücke bieten. Das schriftliche Bieten, das telefonische Bieten oder auch das Live-Bieten übers Internet funktioniert genauso. Was leider wegfällt, ist das im Saal sitzen, den Flair genießen. Das ist leider momentan oder seit einem guten Jahr jetzt nicht möglich. Bei dieser Auktion sind gleich mehrere versteckte Schätze zu entdecken. Wie beispielsweise diese Silberleuchter aus dem 17. Jahrhundert. Fans von Blechspielzeug könnten ebenfalls fündig werden, genauso wie Freunde der Malerei oder antiker Möbel. Wir haben hier einen sehr schönen Barockschrank aus dem 18. Jahrhundert, Mitte 18. Jahrhundert, in einem wirklich einwandfreien Zustand. Er ist reich intarsiert, sogar im Sockel unten sieht man kleine Schlangen intarsiert. Solche Schränke waren früher eigentlich nur im adeligen Besitz oder im gehobenen Bereich zu finden. Ein normaler Bürger konnte sich so einen Schrank nicht leisten. Egal, ob man nun eine Sammlung vervollständigen oder ein besonderes Stück für Haus oder Wohnung sucht. Die Frühjahrsauktion des Allgäuer Auktionshauses könnte da mehr sein als nur ein Geheimtipp. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Da hat man sich für viel Geld ein neues Fahrrad oder E-Bike gekauft und dann das. Nach der ersten Tour schmerzt der Rücken, die Arme schlafen ein oder der Sattel zwickt und drückt. Oft liegt es daran, dass das Rad noch nicht optimal auf Sie eingestellt ist. Und genau darauf hat sich die Sattelkompetenz in Waltenhofen spezialisiert, damit Sie noch mehr Spaß am Radeln haben. Bei der Sattelkompetenz wie hier in Waltenhofen im Allgäu legt man Wert auf individuelle Beratung beim richtigen Einstellen des Fahrrads oder E-Bikes. Darum sollte man rund 2 Stunden Zeit und sein eigenes Fahrrad zum vereinbarten Termin mitbringen. Mit dem geschulten Auge fürs Detail lässt sich dann feststellen, an was es liegt, dass man mit seinem Rad nicht die Freude hat, die man haben könnte. Es gibt 3 Kontaktstellen beim Rad: Hintern, Hände und Füße. Und wenn die Winkel und Hebel dazwischen nicht korrekt sind, dann kommt es automatisch zu mehr Druck auf den Händen oder zu Nackenproblemen oder auch dazu, dass das Becken falsch steht und Leute diverse Probleme haben, ne? Wie ich schon aufgezeigt habe, ob man im Steiß, mit dem Schaumbeinbogen, Sitzbeinhöcke etc. Die möglichen Folgen? Probleme beim Sitzen, Taubheit in Händen und Füßen sowie Nacken- und Rückenbeschwerden und. Deshalb schaut man neben den Lenkergriffen auch den Fahrradsattel und die Druckverteilung dort genau an. Nach einer eingehenden Analyse wird dann entsprechend der Untersuchungsergebnisse ein anderer Sattel vorgeschlagen. Das Besondere hier: Alle Sättel werden selbst hergestellt und die Auswahl ist riesig. Hier wird nicht nach einem passenden, sondern nach dem richtigen Sattel gesucht. Erst wenn alles durch eine weitere Messung bestätigt wurde, ist man bei der Sattelkompetenz zufrieden. Denn das Ziel ist klar: Aus einem Rad soll ein auf den Kunden und seine Bedürfnisse maßgeschneidertes Rad werden. Infrarotkabinen. Sie sollen uns wärmen und entspannen. Doch was meist nur großen Häusern wie Hotels oder Thermen vorbehalten war, bietet die Firma Physotherm auch für Privathaushalte oder sogar für den Büroalltag an. Im Beratungscenter in Kempten nimmt man sich viel Zeit für jeden einzelnen Kunden. Ein Infrarotstrahler, der direkt auf die Haut geht, der Wärme und Entspannung bringen und beispielsweise bei Rückenschmerzen helfen soll. Das ist das Konzept von Physiotherm. Sei es auf Liegen, am Bürostuhl oder klassisch in einer Infrarotkabine. Im Beratungscenter an der Memminger Straße in Kempten wird viel Wert darauf gelegt, dass für jeden eine Wärmelösung gefunden wird, die genau den jeweiligen Anforderungen und Wünschen gerecht wird.
Ganz von Anfang an hat Physiotherm im Endeffekt geschaut, dass man mit einem Arzt zusammenarbeitet. Also wir haben einen eigenen Arzt im Hintergrund stehen, den man auch befragen kann bei bestimmten Erkrankungen, wo er sagt, aus seiner Erfahrung ist es zum Beispiel nichts, die Infrarotkabine herzunehmen oder bestimmte Dinge einfach damit zu machen. Das haben wir alles gemacht, einfach um die Sicherheit unserer Kabinen zu gewährleisten. Das liegt unter anderem an den einzigartigen Sensoren, die die Temperatur direkt auf der Haut messen. Zudem lassen sich Strahler und Kabinen individuell anpassen. Zusammen mit Ölen, Licht, Musik und der einfachen Steuerung per App wird so dafür gesorgt, dass Verspannungen gelöst, die Durchblutung erhöht und das Immunsystem gestärkt werden kann. Und wer sich erst einmal persönlich überzeugen will, in dem Beratungscenter in Kempten kann man bis zu 6-mal die Infrarotkabinen selber testen, damit der wohligen Entspannung in den eigenen 4 Wänden am Ende nichts mehr im Wege steht. Für die Besitzer sind Haustiere ein Teil der Familie. Dementsprechend spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Denn nicht nur Sie und ich profitieren von einer gesunden Ernährung, sondern auch unsere Tiere. Bei Blattner Heimtierfutter in Kempten legt man genau darauf den allergrößten Wert. Vögel, egal wie groß sie sind und egal woher sie kommen. Um sie möglichst lange fit und vital zu halten, brauchen sie das richtige Futter. Bei manchen Arten ist das kein großes Problem. Andere Arten wiederum sind auf sehr spezielle Futtermischungen angewiesen. Denn was für den einen Vogel eine gesunde Delikatesse ist, kann bei dem anderen auf Dauer Gesundheitsschäden hervorrufen. Blattner Heimtierfutter baut deshalb unter anderem auf eine spezielle Vogelfuttermischanlage. Insbesondere Zoos, Züchter, aber auch Halter von weniger verbreiteten Vögeln setzen auf die individuellen Mischungen. Es ist im Prinzip abhängig, die Mischung eben auf den jeweiligen Vogel abgestimmt, damit da praktisch also keine Probleme auftauchen, sei es Leberprobleme und dergleichen, weil verschiedene Vögel vertragen einfach unterschiedliche Saaten. Ist ein Vogel, wo im Endeffekt aus der Savanne kommt, der verträgt jetzt im Endeffekt keine fettreichen Sachen, also muss ja dementsprechend angepasste Mischung praktisch machen. Und umgekehrt nachher auch, wenn ein Vogel aus relativ kalten Regionen kommt, der braucht jetzt wieder eine fettreichere Mischung und auf diese Sachen wird da speziell eingegangen. Aber auch andere Haustiere bekommen bei Blattner Heimtierfutter natürlich das, was sie für eine gesunde Ernährung brauchen und was sie auch zum Wohlfühlen benötigen. Entsprechend gibt es individuelle Futtermischungen nicht nur für Vögel, sondern beispielsweise auch für Hunde oder Katzen. Egal was Ihr Haustier braucht, bei Blattner Heimtierfutter gibt es das Richtige für Ihren Liebling. Verreisen aber sicher. Das ist im Moment eher schwierig. Aber auch Busse und Reisebusse könnten laut Betreiber Corona-sicher betrieben werden. Selbst längere Busreisen seien demnach unter bestimmten Voraussetzungen möglich. So Helmut Berchtold. Er ist Geschäftsführer eines Bus- und Reiseunternehmens. Und was das Allgäuer Traditionsunternehmen sonst noch alles zu bieten hat, das zeigen wir Ihnen im folgenden Beitrag. Bei Berchtold Reisen in Kempten, gleich gegenüber der Residenz, spürt man eins vom ersten Moment an. Hier werden Service und familiäre Atmosphäre großgeschrieben. Kein Wunder, schließlich ist es ja auch ein Familienunternehmen und das schon seit 1924. Egal ob Fernreise mit dem Flugzeug zu exotischen Zielen, Strandurlaub oder der kurze Städtetrip per Bus zu den schönsten Orten Europas. Hier gibt es für jeden Geschmack das passende Angebot, um Fernweh zu lindern. Stichwort Bus. In der eigenen Busflotte schreibt man Hygiene und Gesundheit ganz groß. Deshalb wird täglich ein spezielles Ozongerät eingesetzt, das mögliche Krankheitserreger zuverlässig abtötet. Zwischendurch wird auch immer wieder gelüftet und beispielsweise Handläufe regelmäßig desinfiziert. Doch das ist noch nicht alles. Während der Fahrt selber haben wir im Bus eine sogenannte Hochleistungslüftungsanlage, die alle 4 Minuten die komplette Luft austauscht im Fahrzeug. Zum Vergleich, in einem normalen Zimmer findet ein Luftaustausch so ungefähr 1,5 Mal pro Stunde statt. Also von daher ist das was Besonderes. Wir haben aus den Fahrzeugen bei uns teilweise die Hälfte der Fahrgastsitze rausgebaut. Auch im Büro und in der Verwaltung geht es nicht nur hochprofessionell, sondern gleichzeitig sehr familiär zu. Hier werden die nächsten Reiseangebote geplant und entworfen, um Fernweh möglichst erst gar nicht aufkommen zu lassen. Wir leben ja bekanntermaßen in einer Region, in der auch sportliche Aktivitäten im Vordergrund stehen. Kein Wunder also, dass sich hier auch das ein oder andere Geschäft ganz auf die Bedürfnisse sportbegeisterter Kunden eingestellt hat.
so wie die Pfannalpe in Rietzlern. Dort findet man nicht nur Skiverleih, Reparatur und Verkauf unter einem Dach, sondern immer auch die neuesten Modetrends. Mitten im Herzen von Rietzlern liegt die Pfannalp. Locker, geradlinig und mit viel Know-how beraten hier Florian Fritz und sein Team Touristen wie Einheimische bei allem rund um Ski und Co. Neben dem Verleih hat man sich hier ebenfalls auf Hightech-Skireparaturen spezialisiert. Da haben wir natürlich die modernste Maschine stehen, wo jede Winkel, jede Gradzahl einstellen kann. Also ich kann jeden Winkel produzieren auf den Ski, für die Kante. Ich kann jede Struktur produzieren auf den Ski, auch Rennlaufstrukturen, oder? Also da sind wir schon ganz weit vorne natürlich mit der Technik. Diese Qualitäten zeigt die Pfannalp auch beim Verkauf von Wintersportartikeln. Selbst wenn der Schuh einmal drücken sollte. Allerdings bieten die kleinen Walsertaler weit mehr als nur Outdoor-Bekleidung. Wir haben unser Konzept ein bisschen umgestellt und deswegen haben wir uns überlegt, was bekommt man nicht so viel im Walsertal, und das ist eben Fashion. Also alles, was damit zu tun hat. Jeans für Damen und Herren, Oberbekleidung, alles, was gerade hip ist. Ja, wir bemühen uns da immer zu schauen, auch auf den Messen, was es Neues gibt, und nehmen das mit auf. Trendig, modern und optimal aufeinander abgestimmt ist die erweiterte Modekollektion in der Pfannalp. Und zusammen mit den ganzjährigen Designer-Outlets, dem Angebot an Kleidung unterschiedlicher Marken und Preisklassen, ist die Pfannalp vor allem eines: ein Geschäft, in dem Einkaufen wirklich Spaß macht. Bonuskarten erfreuen sich großer Beliebtheit. Denn wenn man über einen längeren Zeitraum Punkte oder Stempel sammelt, erhält man Preisnachlässe oder kleine Geschenke. Ein bisschen anders funktioniert das mit der MyClick-Card. Seit 2015 gibt es sie im Allgäu und der Bodenseeregion. Und seither gibt es für deren Inhaber auch jede Menge Vorteile zu genießen. Einfach bei der nächsten Shoppingtour auf dieses Zeichen achten. Wer es sieht, weiß, dieser Einzelhändler ist Teil des MyClickCard-Bonusprogramms. Und so funktioniert die Karte. Man geht mit der Karte in ein Unternehmen, bei dem man das Zeichen für die MyClickCard gesehen hat. Beim Zahlen einfach die Karte zeigen und schon kann man den Vorteil genießen. Egal, ob man sich ein neues Fahrrad oder E-Bike kauft oder im Café oder Restaurant verwöhnen lässt. Dank der MyClickCard bekommt man beispielsweise Preisnachlässe oder kleine Geschenke. Die Karte gibt es sowohl als Plastikkarte, die man einfach mit dem Portemonnaie dabei hat. Oder man nutzt ganz einfach die App. Die ist kostenlos, einfach zu bedienen. Und das Handy haben die meisten Menschen sowieso immer dabei. Außerdem nimmt sie auch keinen Platz im Geldbeutel weg. Und ein paar Extra-Funktionen gibt es hier auch zu entdecken. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Und damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.